Hallo, ich bin wieder unterwegs, aber diesmal zu Fuß. Ja, der Regen hat mich wieder eingeholt hier. Da habe ich ja nicht so viel Lust, dann durchzuradeln bei so einem Wetter. Aber eine kleine Wanderung ist ja immer drin. Soll ja keine Gewitter geben, sondern nur Landregen. Also alles okay. Dann habe ich mal auf die Karte geschaut. Mal sehen, was gibt es hier so in der Nähe. Und da ist mir die Klamm natürlich aufgefallen. Zwar nicht die Leutaschklamm, sondern die Leutascher Geisterklamm. Das hörte sich doch noch viel interessanter an. Also werde ich da mal jetzt hinlatschen. Mal sehen, ob das was Interessantes wird. Also viel Spaß dabei. Hier ist jetzt die Leutaschklamm. Sieht auch echt imposant aus, aber die lasse ich heute mal links liegen. Ich will zur Geisterklamm. Jetzt geht es erstmal ordentlich hoch. Eigentlich hat es gerade aufgehört zu regnen. Aber es tropft noch ungemein von den Bäumen. Da wird man ganz schön warm bei dem Bergauf hier. Wie immer, er ist zu warm angezogen. Dann sieht man es aus, es ist wieder zu kalt. Das ist so in den Bergen. Das Schöne hier dran ist, es ist ein Rundweg. Mal her, kommt mal wieder unten bei der Leutaschklamm wieder raus. So, nun geht's los. Auf diesen Steg, auf Metallstegen geht's weiter. Ja, bei so einem Wetter ist natürlich hier ordentlich was los. Unbedingt Schwindelfreiheit. Das ist erforderlich. Da kriegt man schon das leichte Flattern. Das muss man echt gewöhnt sein. Ich muss sagen, zu Metall hat man doch eher Vertrauen als zu einem Holzsteg. Das sieht doch irgendwie fester aus.
Was hier auch noch bemerkenswert ist, dieser Steg hier, diese Begehung, die kostet nichts. Nicht so wie die Leutaschklamm da unten, wo der Wasserfall ist. Da muss man für bezahlen, aber hier, das ist umsonst. Das ist da auch mal was. Ja, echt klasse hier, aber hier ist es auch nicht mehr ganz so hoch, ich würde sagen 15 Meter, 20 Meter vielleicht, da geht das schon wieder. Es sieht so aus, dass hier jetzt das Ende ist. Jetzt geht es wieder zurück durch den Wald zum Ausgangspunkt an der Leutaschklamm. Ja, man hat gar nicht gemerkt, man war einfach mal so rübergegangen nach Österreich. Ja, eine Einkaufsmöglichkeit ist hier auch, aber ich habe jetzt keinen Hunger und eine schöne Aussicht hätte man auch, wenn das Wetter gut wäre.
Wieder unten angekommen. Ja, für einen Regentag war das auch mal eine schöne Runde. Radfahren bei so einem Wetter macht doch keinen Spaß. War echt klasse. Tolles Naturschauspiel, die Klamm. Ja, Höhenangst darf man keine haben. War aber trotzdem alles gut abgesichert dort. Ja, dann hoffe ich, es hat trotzdem gefallen. Beim nächsten Mal gibt es auch wieder ein Radtourenvideo. Also, dann bis zum nächsten Mal. Danke fürs Anschauen. Moin, moin. Oder wie man hier sagt, Servus.